Mon cher ami, monsieur le ministre des Affaires étrangères, je vous remercie d'être venu en Israël pour une visite de solidarité en cette période. Pendant votre visite, les missiles continuent à s'abattre. À l'heure où nous parlons, il y a une attaque contre Ashkelon et le sud du pays. Et j'aimerais commencer par vous remercier à titre personnel. Pour la solidarité que l'Allemagne a exprimée depuis le premier jour aux côtés d'Israël, le président allemand, la chancelière et vous-même, vous avez soutenu Israël, son droit à se défendre, et vous avez condamné les tirs du Hamas. Ich werde auf Hebräisch sprechen, da der deutsche Außenminister auf Deutsch sprechen wird. Ich begrüße meinen Kollegen und Freund, den Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, Heiko Maas. Und ich danke ihm, dass er uns besucht in dieser Zeit, in einer Zeit, wo Raketen fallen. Vor kurzem sind Raketen auf den Süden Israels abgeschossen worden, auf Ashkelon. Und ich danke dem Außenminister, dass er mit seinem Besuch die Solidarität Deutschlands ausdrücken möchte. Diese Solidarität hat es gegeben vom ersten Tag an. Das hat die Bundeskanzlerin, der Bundespräsident und auch der Außenminister persönlich zum Ausdruck gebracht. Er hat Israel unterstützt und auch bekräftigt, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen. Il y a 11 jours, le Hamas a décidé de tirer vers la capitale d'Israël, vers Jérusalem. Aucun pays ne peut accepter une telle attaque et il est du devoir du gouvernement et de l'État de défendre de ses citoyens. C'est ce que nous faisons jusqu'à ce que les tirs cessent. Seit 11 Tagen beschießt der Hamas Israel. Das hat mit dem Beschuss der israelischen Hauptstadt Jerusalem begonnen. Das kann kein Staat akzeptieren, hinnehmen und Israel muss sich und seine Bürger schützen. Le Hamas tire à partir de zones qui sont densément peuplées. Il utilise sa population comme bouclier humain, mais ce qui est tout aussi grave, il commet un double crime de guerre puisqu'il tire sans distinction vers la population civile israélienne. Le Hamas se conduit comme une organisation terroriste et il en paiera, il devra en payer le prix. Im Grunde begeht der Hamas ein doppeltes Kriegsverbrechen, indem er auch auf Zivilisten schießt. Der Hamas und nicht differenziert. Der Hamas ist eine Terrororganisation und auf die darauf wird entsprechend reagiert. Demokratiot, יש כאן עניין של בחירה והחלטה. En démocratie, il doit faire des choix. Nous ne pouvons pas ne pas nous défendre. Et j'aimerais vous dire, cher ami, monsieur le ministre des Affaires étrangères, que nous exerçons notre force de la manière la plus proportionnée et plus précise qui soit pour empêcher que des personnes non impliquées soient touchées. Sie haben die Möglichkeit zu entscheiden. Sie können wählen, was sie tun. Und wir verteidigen uns. Und ich kann Ihnen, werter Außenminister, versichern, dass wir versuchen, exakt und verhältnismäßig zu reagieren. Nous poursuivons nos efforts humanitaires en faveur de la population de la bande de Gaza. Nous distinguons entre le Hamas et les habitants de la bande de Gaza qui ont été pris en otage dans ce conflit et nous permettons l'entrée de matériel médical et de carburant dans la bande de Gaza. Differenzieren und wir haben die humanitären Bedürfnisse der Bürger von Gaza im Auge. Wir haben dieser Zeit medizinische und Ausrüstung in den Gazastreifen gegeben und die Bürger werden vom Hamas im Grunde als Geiseln gehalten.
Israël תמשיך לשמור על הסטטוס קוו בירושלים. Israël continuera à préserver le statu quo à Jérusalem et nous ne permettrons à personne dans l'État d'Israël de se faire justice à lui-même et nous allons utiliser toute la sévérité de la loi contre tous, qu'il s'agisse de d'arabes ou de juifs. Encore une fois, j'aimerais remercier le ministre des Affaires étrangères d'être venu en ces temps en Israël. J'aimerais le remercier au nom de l'État d'Israël et du peuple d'Israël, le remercier pour sa solidarité à nos côtés, c'est très important, et j'espère que nous pourrons faire en sorte que cette opération se terminera avec les résultats escomptés. Encore une fois, merci beaucoup. Israël geht gegen den Hamas im Gaza an und aber auch gegen die Extremisten im eigenen Land auf beiden Seiten. Und ich möchte Ihnen, Herr Minister, noch einmal danken, Ihnen und Ihrer Regierung im Namen der israelischen Regierung und im Namen des Volkes Israels, dass Sie uns unterstützen, die Solidarität ausdrücken, in Israel zur Seite stehen. Das ist für uns sehr wichtig. Vielen Dank noch einmal. Ja, vielen Dank, lieber Gabi, dass du uns in diesen herausfordernden Zeiten hier willkommen heißt. Die Tatsache, dass wir sehen, dass die Hamas, seitdem wir hier in Tel Aviv angekommen sind, bereits wieder Raketen in den Süden Israels schießt, ist für uns ein Hinweis darauf, wie ernst die Situation ist, in der sich die Menschen in Israel befinden. Und in dieser Situation ist Deutschland und sind die deutschen Bürgerinnen und Bürger ganz bei ihren israelischen Freundinnen und Freunden. Cher Gabi, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui en cette période complexe et difficile. Nous voyons la période difficile que vivent les citoyens et les citoyennes israéliens. Et en ces temps difficiles, le Hamas tire, en ce moment même, il tire envers Israël et l'Allemagne et les citoyens allemands soutiennent leurs amis israéliens. Hierher gekommen, um euch unsere Solidarität zu versichern. Wir haben in den vergangenen Tagen immer wieder, und wir werden es auch in Zukunft immer wieder tun, unterstrichen, dass Israel das Recht hat, sich gegen solche massiven, inakzeptablen Angriffe zu verteidigen. Und solange es Staaten und Gruppierungen in dieser Region gibt, die Israel mit Vernichtung drohen, müsst ihr natürlich in der Lage sein, dieses Land und seine Bewohner zu beschützen. Und dass das auch so bleibt, dazu wird Deutschland auch in Zukunft seine Beiträge leisten. Unsere Solidarität erschöpft sich nicht in Worten. Je suis venu en Israël pour manifester la solidarité de l'Allemagne avec Israël. Nous comprenons bien qu'Israël a le droit de se défendre face à des attaques si meurtrières. Tant qu'il y a des pays ou des organisations dans cette région qui souhaitent anéantir Israël a bien entendu le droit de se défendre et de défendre ses citoyens. Et je peux vous promettre que c'est là la position allemande à l'heure actuelle et qu'elle demeurera la position allemande. L'Allemagne veut contribuer aux efforts d'Israël pour se défendre et nous voulons exprimer notre solidarité avec Israël. L'escalation, das Leid der Menschen auf beiden Seiten befördert. Die Opferzahlen steigen täglich und auch das macht uns große Sorgen und deshalb unterstützen wir die internationalen Bemühungen um einen Waffenstillstand. Voilà, le chef de la diplomatie allemande, ECOMA, c'est Gabi Ashkenazi, son homologue israélien, depuis le salon VIP de l'aéroport Ben Gurion. La diplomatie allemande qui est venue donc manifester sa solidarité vis-à-vis d'Israël et un